So, hallo und herzlich willkommen hier bei Alien Destroyer. So, Mini Six, so, ja, mal wieder ein neues durchgezockt. Oh, innerhalb was von 9 Minuten. Ja, ich hatte das Spiel jetzt, weil es der zweite, der dritte, vierte Mal, dass ich probiert habe. Im ersten Mal habe ich sogar fast direkt auf einmal durchgepackt. In 7 Minuten 18 Trophäen von 22, also mit Platin ist die 22. Also 21 Trophäen brauchen wir. Und ja, innerhalb von 7 Minuten schon fast alles direkt beim ersten Mal hingekriegt. Oh ja, warum nicht? So, und ja, natürlich hat es irgendwie das nicht richtig aufgenommen oder was, keine Ahnung. Ja, so, jetzt habe ich auch hier auch jetzt erstmal gezeigt, auch wie man kaputt gegangen ist. Man kann dann nämlich von das, also das ganze Spiel ist quasi ein Ego-Shooter hier. Man muss halt hier immer die ganzen Dinge abknallen. Und man hat eben gerade gesehen, da habe ich extra gezeigt, das ist quasi so eine runde Plattform, wie Leute gesagt haben früher, die Erde ist eine Scheibe. Und da kann man auch irgendwann runterfallen. Und naja, der beste Trick bei Ego-Shootern ist ja immer rundherumlaufen vom Gegner und dann immer drauf schießen, rundherumlaufen halt. Und ja, es wurde mir da einmal zu Verhängnis, hab ich Übersicht verloren. Gut, man kann abends zum Beispiel sterben, ist egal. So, und ja, das supermierte Spiel hier, wie ich nicht, 5 Euro kostet, sonst wird 15 Euro so kosten. So fast 10 Euro wird normalerweise kosten. Okay, so für zwischendurch war ganz okay. Und selbst die jetzt, ich habe jetzt auch Platin halt, selbst, ja, man kann den nochmal einfach mal so Just for Fun zocken, also ich fand cool. So, man kriegt jetzt hier immer Trophäen, erstmal muss man da ein paar 1000 Meter laufen. Und wenn jetzt hier von jeder Gegnersorte eine bestimmte Menge abschießen und dann hier oben rechts sieht man die Punkte. Irgendwann braucht man bis 8500 Punkte. Das ist die höchste Punktzahl, wo man eine Trophäe kriegt. Und dann kommt da so was wie so ein Pyramiden-Endgegner, der in der Luft schwirbt. Und da muss man halt immer ein paar Mal drauf schießen. So, das habe ich jetzt hier im Run halt gemacht. Oben links ist die Energie. Man hat doch nur die eine Waffe und man kann doch nur, ja, man kann nur hier Maschinengewehr schießen und das sieht aber cool aus, die Waffe, finde ich, ja. Generell cool gemacht. Man muss auch aufpassen, wenn man jetzt ein bisschen guckt, sind die Gegner direkt hinter einem. Also und springen kann man noch. Ja, und sich bewegen. So, das war quasi schon, ja, schon alles schon erklärt jetzt. So, dann kommen daher natürlich noch andere Gegner. So wie bei Krieg der Welten, so komische Spinnengegner. Ja, sonst müssen wir hier die Drohnen abschießen, da kommt gleich noch so ein Metallwürmer und da in die runde Kugel, soweit eine ist, da sollten wir auch reinschießen. Und ja, also man muss jetzt nicht bis 8500 Punkte machen, man kann auch sein, dass wenn man schnell genug ist und der quasi der Hauptendgegner kommt, dass man dann auch gepackt hat, ja. Der Bart, den man dann gepackt hat, und steht halt hier, ja, möchtest du wieder was in die Stadt machen, wieder von neu anfangen. Ja, dann die Kugel sollte man reinschießen halt. Immer. Das ist das. Auf alles, was sich bewegt, rausschießen. Ja, ich fand cool. Schade halt nur, dass hier nur eine Arena ist. Wäre vielleicht cool, wenn da 5, 6, 7 andere Planeten wären oder so weiter. Als Hintergründe und so weiter. Die Gegner können von mir das gleich bleiben. Obwohl, die anderen Gegner werden noch besser. Ja. Mir ging das auf jeden Fall gut ab. Hat Spaß gemacht, definitiv. Auch da die Figuren hinten im Hintergrund. Die Statuen, sieht cool aus. Ah, hier, jetzt kommen hier die gummigen Würmer. Na, hab ich mal wenig wie einen durchgezockt gezeigt. Ja, cool. Alles klar. Wie gesagt, ich kann nur ein bisschen eine Stunde aufnehmen. Und ich mache da keine 5000 Videos von einem Spiel, dafür ist die Internetleitung nicht zu langsam, deswegen mache ich nur kurze Videos immer meistens und nur angezockt, deswegen jetzt wie jetzt hier 9 Minuten Lückenschnitt, da muss ich mal durchgezockt machen, wenn das Spiel auch zulässt. Da hier Spinnengegner. Voll geil. Ja, die nächste Spinne. Das ist echt aus wie vom Krieg der Welten. Also ein bisschen. Okay. Ja, dann geht halt die ganze Zeit so weiter.
Jetzt hier im Run habe ich schon noch geguckt, da haben mir noch 3-4 Trophäen gefehlt halt. Also erstmal, dass ich bis 8500 Punkte noch mache, da bin ich jetzt da dran. Und dann quasi auch die letzte Endgegner dann pack. Und ja, soweit man da von der Klippe stürzt, ja, oder kaputt geht, klar, da muss man, ja, alles neu, ja. Aber dafür ist das Spiel nicht kurz. Kaum für Geld bezahlt, weil ich bezahlt habe, für ich habe wahrscheinlich überhaupt bezahlt, keine Ahnung, 1,5 Euro, 2, 3, 4 Euro. Wie gesagt, sonst wird 10 Euro kosten oder so. Hat nur, keine Ahnung, hat überhaupt 300 MB, wenn überhaupt. Dafür sieht es verdammt cool aus. Also im anderen, wo ich Aufnahme machen wollte, ja, sieht erinnert so ein bisschen so an Quake. Und so. An Quake, ja cool. Ja, wäre es noch geil, wenn hier die Dinger explodieren würden, eine Blutfontäne ist, Kletterparade, okay. Gut, man kann ja alles haben. Zwischendurch ist es mal anders, einfach den Gegner abschießen, man kennt die Umgebung. Und abends zu einem anderen Nebelschuh nervt mich das schon, wenn man zu viele Levels sind, hat keinen Überblick mehr, denke ich einfach nur, dann hat man halt Kackspiel nicht durchgepackt, ey, auch wenn cool ist. Aber trotzdem, dauert alles lang, man weiß die Wege nicht, ich weiß noch, wie ich was machen muss. Und ist noch so, dass mit zu unfair ist, sage ich mal. Ja, ich habe das jetzt beim ersten Mal fast schon perfekt gepackt gehabt. Dann bin ich 2-3 Mal hintereinander da in einen Kackabgrund da reingeflogen. Okay, gut, kann ja mal passieren. Ja, danach dann jetzt hier einen perfekten Run gemacht. Ich glaube, mich hat mit meinem Gegner getroffen. Warum 100 Energie, was soll's so? Jetzt habe ich hier 8500 Punkte. So, und jetzt quasi, jetzt müsste jetzt quasi so weit wie den Gegner kommen oder kam schon. So, dann kann man die anderen Gegner runter abschießen, muss man die sogar, weiß nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt noch so ein fliegendes Pyramidenteil, so ein Trichter, keine Ahnung, wie man nennt, Prisma, was auch immer. So ein Dreieckvieh, da. Da muss man jetzt noch abknallen und da teleportiert sich immer nach ein paar Schüssen immer wieder woanders hin. Und dann später kommt auch wieder so eine Lichtkugel, dann muss man noch reinschießen. Unerwartet. Ja, live wäre vielleicht ein bisschen cooler, aber komm, ist gut so. Bin ich gepackt. So, und jetzt quasi, wenn man es jetzt so gemacht hat wie ich, danach hat man alle 22 Trophäen, also inklusive Platin, kann man da innerhalb von 10 Minuten kriegen. Wie gesagt, ich habe ja vorher schon in 7 Minuten schon 18 Trophäen einfach so gekriegt, wo ich nicht wusste, was ich da gemacht habe. Ja. So, dann müsste das auch kaputt sein. Da habe ich mir schon gedacht, der geht mir überhaupt nicht kaputt. Verarscherei. Na, ja, und jetzt muss man noch da in die Sonne reinschießen. Was auch immer da bringen soll, keine Ahnung. Ob man reinschießen muss, na egal. So, das war dann halt, so ist durchgepackt. Danach jeder, der es genauso macht, der hat dann auch Platin, deswegen, so egal, mir hat das Spiel Spaß gemacht, Daumen hoch, definitiv. Und ja, wenn euch das gefallen hat, bitte like, abonnieren oder was, wie immer, wenn ihr mögt, und das war es hiermit. Und dann, ja, all meinen Freunden und so weiter und Fans, schönen Abend und das war's, bis dann.